Rock am Ring. Für viele Fans das Highlight des Jahres. Ein Festival der Superlative. 70.000 Besucher feiern ihre Bands. Rund um den Nürburgring wird gekämpft. Viel Bier und wenig Schlaf. Die Rennstrecke wird zur riesigen Partyzone. Stress für die Bühnenbauer. Hunderte packen mit an. Für Deutschlands Rockfestival XXL. Schon zwei Tage vor dem ersten Konzert öffnen die Campingplätze. Booty Camp, so nennt diese Clique aus Bremen ihr Lager. Farina hat mitgebracht, was man so braucht. Schlafsack, Isomatte und vor allem Getränke. Ich glaube, einer von uns hat nur eine Palette Bier und eine Palette Jack Daniels. Bei uns im Zelt gibt es später noch ein paar mehr. Ich glaube, wir sind bei... Also auf jeden Fall bei mehr als 30 Litern Bier zu zweit. Seit Wochen haben sich die Bremer auf das Festival vorbereitet. Blöderweise hat der Bollerwagen schon auf dem Parkplatz aufgegeben. Uns ist gerade der Reifen geplatzt so ein bisschen, wenn ihr mal vorne gucken wollt. Und was dann nachher mit dem Rücktransport aller Sachen ist, darüber machen wir uns dann in 4-5 Tagen Gedanken. Neben den Zelten ist Platz für den großen Pavillon. Die nächsten 5 Tage ist hier das Zentrum ihres Camps. Auf das Festival freuen sie sich das ganze Jahr. Farina nennen hier alle liebevoll Camp-Mutti. Sie behält den Überblick. Ich bin mit denen aufgewachsen. Ich war das erste Mal dabei, da war ich 15. Ich bin jetzt 25, werde 26 und das ist halt irgendwo eine Familie geworden. Klar, wir haben auch Streitigkeiten und es gibt immer mal Probleme in der Gruppe, aber wir sind irgendwo miteinander aufgewachsen und man wird hier angenommen, wie man halt einfach ist. So. Das ist das Schöne daran. Ja. Rund 20 Männer und Frauen gehören zur Truppe. Torben ist IT-Administrator und Badeenten-Fan. Die Konzerte sind für ihn hier zweitrangig. Ich komme nur wegen den Jungs her, nicht wegen dem Festival. Ich hatte tatsächlich auch erst überlegt, gar kein Festival-Ticket zu nehmen, sondern nur so ein Camping-Ticket. Ich dachte so, ja, okay, das hier ist es, was ist das? Also das macht es für mich aus. Vor einem Jahr haben sich Laura und Torben hier kennen und lieben gelernt. Da hatten wir so eine kleine Dixie-Party, direkt da vorne, als da noch Dixie standen. Mhm. Er stand da vor mir in seiner Kätzchen-Regenbogen-Einhorn-Leggings. Da war ich natürlich direkt verkauft. Ja, nee, seitdem eigentlich hat's voll gefunkt. Ich kann's nicht anders sagen. Ziemlich. Das ist jetzt ein Jahr her. Nach rund 5 Stunden steht alles. Bis zu den Auftritten der Bands auf dem Festivalgelände dauert es noch 2 ganze Tage. Bis dahin feiern die Bremer hier, in ihrem Bootycamp. Einige hundert Meter weiter auf dem Festivalgelände. Seit Tagen laufen die Arbeiten hier auf Hochtouren. Auf 3 Bühnen sollen mehr als 70 Musikacts auftreten. Auf der Hauptbühne werden gerade die Scheinwerfer montiert. Die Zeit drängt. Wir haben am Sonntagabend das Gelände übernommen. Jetzt, Mittwochnachmittag, sind wir mit der Bühne so weit, dass wir mit dem Technikanbau beginnen konnten. Basti Walz ist verantwortlich, dass zum Festivalbeginn die Bühnentechnik steht. Ja, läuft's. Der 56-Jährige ist Spezialist für XXL-Veranstaltungen wie hier am Nürburgring. Die Hauptbühne ist 19 Meter hoch. In dieser Höhe wird die Lichttechnik von Riggern montiert. Kletterer, die für solch gefährliche Arbeiten ausgebildet sind. Basti Walz muss ein riesiges Team im Blick haben und koordinieren. An der Bühne sind es so gegen 100. Also Techniker, sogenannte Stagehands, dann die Rigger, die im Dach arbeiten, die Hühnerarbeiten machen, Staplerfahrer, die ganzen Stage Manager und so weiter. In 48 Stunden muss hier alles fertig sein. Auf den Zeltplätzen steigt die Stimmung. Die Gäste machen das, wozu sie hier sind. Trinken, feiern und Spaß haben. Ich würde mir das alleine niemals antun. Aber dass hier so viele Leute sind, das hat mir zu tun. Ist der geilste Ort der Welt! Genau das meine ich. Also das ist wirklich einfach die Community, die hier zusammen ist. Das ist wirklich einfach ein super Feeling. Im Pavillon des Bootycamps bereiten sich Farina und Nicole schon auf die nächste Feier am Abend vor. Wir sind alle gut drauf.
Niemand ist verloren gegangen, glaube ich. Niemand ist verloren gegangen, jeder hatte Spaß. Genau. Also ziemlich sehr. Wir hatten keine Ausfälle. Ja. Größere Natur auf jeden Fall. Das ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Für den Abend hat die Gruppe aus Bremen eine große Party organisiert. Jeder darf kommen. Der Campingplatz weiß auch schon, dass heute und morgen bei uns Spaßparty ist. Viele im Bootycamp haben sich hier kennengelernt. Die Festivaltage sind für sie wie ein Familientreffen. Alle warten darauf, dass es richtig dunkel wird. Dann startet die Neonparty im Pavillon. Vier große Lautsprecher sorgen für ordentlich Sound. Von einer Skala von 0 bis 100 ist das so 101. Ne? Das ist so, man ist zu Hause angekommen. Das alles zu machen, das beschert uns den schönsten Abend des Jahres einfach. Die Party auf dem Campingplatz wird bis zum frühen Morgen gehen. Nur noch ein Tag bis zum ersten Konzert. Die Hauptbühne steht. Jetzt sind Instrumente und Tontechnik dran. Auch der Backstage-Bereich ist fast fertig. Jede Band bekommt ihre eigene Kabine. Sobald die Künstler eintreffen, gilt hier Zutritt verboten. Für die Aufbauprofis zählt allein der Zeitplan. Jeder muss wissen, wann er was zu tun hat. In dieser Dimension, da muss man einfach loslassen können. Man muss ins Bett gehen können, im Wissen, man hat das und das und das noch nicht gelöst und weiß vielleicht auch nicht, ob man es tatsächlich so gelöst kriegt. Wenn man jetzt ein extremer Kontrollfreak ist, dann leidet man hier sehr. Dann ist es soweit. Eines der ältesten deutschen Rockfestivals steht kurz vor der Eröffnung. 1985 gibt es Rock am Ring zum ersten Mal. Eigentlich als einmaliges Ereignis geplant. Rund 70.000 Besucher machen das Festival zu einem riesigen Erfolg. Seitdem findet es fast jedes Jahr statt. Doch das Wetter in der Eifel ist unberechenbar. Oft ist es nass und immer wieder auch kalt. In manchen Jahren wird das Festival zur reinen Schlammschlacht. Am schlimmsten ist es 2016. Gewitter entladen sich über dem Festivalgelände. Blitzeinschläge verletzen rund 70 Menschen. Der Veranstalter bricht das Festival ab. Und deshalb kann keiner verantworten, dass sich weitere von euch verletzen. Rund 80.000 Besucher müssen das Gelände räumen. Endlich ist es soweit. Freitagmittag öffnen sich die Tore zum Festivalgelände. Wir sind das erste Mal hier. Ich bin seit 2009 jedes Jahr da. Ja. 2014. 12. Was ist das Besondere? Seit 2 Jahren. Mein erstes Mal. Also tatsächlich geht's nur um die Bands. So, Konzerte, klar, die hast du auf jedem Festival. Die sind immer geil, Line-Up sowieso, aber das Beste ist ungelogen die Zeltplatzaktivität und die Menschen, die du auf dem Campingplatz kennenlernst und die Freundschaften, die du da schließt. Ganz vorne dabei sein, erster Wellenbrecher ist immer wichtig. Und deswegen müssen wir jetzt auch weiter. Genau. Okay. Danke. Rund 75.000 Tickets sind verkauft. 3 Tage Live-Musik auf 3 Bühnen. Ab 230 Euro. Camping kostet extra. Die Stimmung ist hier. Hier ist Stimmung. Besonders begehrt sind die Plätze nah an der Bühne. Hier ist die Stimmung während der Konzerte für viele am besten. Publikumsmagnete sind deutsche und internationale Stars der Rockszene. Viele sind etabliert und männlich, doch das Festival ändert sich. Bad Moms J, weiblich, jung, erfolgreich als Rapperin. 2022 MTV Award als Best German Act und zum ersten Mal bei Rock am Ring. Also ich habe nicht Angst oder sowas, aber ich habe richtig doll Respekt davor, weil ich weiß, das ist alles so riesig, die Bühne ist riesig. Es ist auch nicht unbedingt eine Hip-Hop-Crowd, also man muss halt noch mal mehr geben.
Ich bin eher voll stolz darauf und bin voll dankbar, dass mehr Hip-Hop hier stattfindet und dass ich hier spielen darf bei so einem riesen Festival. Und ich bin gespannt, ob die Crowd offen dafür ist, was passieren wird. Und das Publikum feiert sie so wie die alten Rockstars. Dankeschön, Rock am Ring! Feiernde Menschenmassen vor den Bühnen und auf den Campingplätzen. Unfälle und Verletzungen bleiben dabei nicht aus. Larissa und Yvonne sind unterwegs zu einem Notfall. Wir fahren jetzt zu einer Unfallhilfsstation mitten auf dem Zeltplatz. Da hat die UHS hat angefragt für einen Krankenwagen, Rettungswagen für eine Extremitätenverletzung. Unfallhilfsstationen, die Sammelpunkte für Verletzte. Hier wartet ein Festivalbesucher, der nicht mehr laufen kann. Ich bin vorgestern umgeknickt. Aha. Zwei Tage später, Ding ist angeschwollen. Jetzt denke ich mal ins Krankenhaus und ich hoffe, da könnt ihr was machen. Wer vor Ort nicht versorgt werden kann, wird abtransportiert. Für den jungen Mann endet der erste Festivaltag in der Klinik. Auf das Rettungsteam wartet bereits der nächste Notruf. Was ist denn gerade reingekommen für ein Meldebild? Eine Kopfplatzwunde ein paar Meter weiter an der nächsten UHS. Der Patient steht gleich neben der Hauptbühne. Was passiert? Der junge Herr ist gestürzt, irgendwie beim Feiern. Beim Feiern gestürzt, das kommt immer wieder vor. Für den Verletzten ist die Party erst einmal vorbei. Eigentlich möchte er lieber hierbleiben und weiter rocken. Komm, alle ab. Aber das ist meine Lieblingsband. Und wer? Die Biscuits. Uts. Gehen wir zusammen? Wenn das da geregelt ist, ja. Echt? Ja. Okay, wir gehen zusammen. Wir fahren jetzt nach Daun ins Krankenhaus, weil er hat eine Kopfplatzwunde über der Stirn, die auf jeden Fall genäht werden muss. Das kann man hier vor Ort nicht chirurgisch versorgen, also Pflaster reicht nicht. Einmal nähen, dann ist er auch wieder fit und dann ist er 2-3 Stunden wieder hier und kann weiter feiern. Mit etwas Glück ist er wieder fit für die Foo Fighters. Die Weltstars sind am Abend auf der Hauptbühne am Start. Tag 2 des XXL-Festivals am Ring. Für ihre Auftritte brauchen die Künstler nicht nur Technik und Hardware, zur Bühnenausstattung gehören auch frische Handtücher. Achim Topf verdient sein Geld damit. Jetzt sind wir gerade auf der Hauptbühne und wir sammeln jetzt gerade die schmutzigen Bühnenhandtücher von gestern ein. Die waren hier gestern noch auf den Schlagzeugen gelegen und neben der Gitarre und am Mikrofonständer. Und jetzt müssen wir sie einsammeln, damit wir sie zurück in die Wäscherei bringen. Weiter geht's im Backstage-Bereich. Auch hier liegt noch Wäsche. Besonders vorsichtig gehen die Rockstars mit Achims Handtüchern nicht um. Die ganz schmutzigen habe ich jetzt aussortiert. Die kriegt man wohl auch nicht mehr sauber. Die werden direkt entsorgt. Da kann man nichts machen. Da hat irgendjemand entweder die Schuhe oder direkt die Bühne damit geputzt. Hardcore, ne? Gewaschen und getrocknet wird in Achims mobiler Rock'n'Roll Laundry. Die Idee, vor Ort zu reinigen, hatte sein Vater. Mein Vater vor 30, 40 Jahren war beim ersten Ring dabei und hat da schon eine Waschmaschine und einen Trockner mitgebracht und Backstage gewaschen. Ja, und so wächst man da rein. Also ich bin hier schon als Baby rumgelaufen. Mit seinen Waschmaschinen arbeitet er auch auf anderen Festivals. Viele Künstler und Techniker kennt er seit Jahren. Das ist schon wie eine kleine Familie auch. Also diese Touring-Crew, die da unterwegs ist, das sind ja, sagen wir mal, weltweit nur ein paar tausend Leute. Ist eigentlich wie so eine kleine Kleinstadt auf Tour. Und da trifft man immer wieder die gleichen. Das macht schon Spaß. Die alten Handtücher sind weg. Jetzt müssen frische her. Rund 4000 Stück werden während des Festivals gebraucht. Jede Band hat dabei eigene Wünsche. Im Backstage-Bereich arbeitet Achim die Bestellungen ab. Dann nehmen wir die Garderobe von Evanescence. 48 große Badetücher. Achim kennt viele Musikfestivals. Die Tage hier am Ring aber hat er noch nie verpasst.
Rock am Ring ist eine tolle Veranstaltung mit besonders vielen Künstlern. Und ja, deswegen ist es dann schon ein bisschen besonders, kann man schon sagen. 11 Uhr morgens, das Bootycamp der Bremer Festivalbesucher. Geschlafen haben alle wenig. Die Nächte hier sind kurz, laut und wild. Die Party war eigentlich gut. Es wurde ein bisschen geschubst unter dem Pavillon, das war dann doof. Ich habe dann zwei Leute rausgeschmissen, einfach weil das total gefährlich ist mit den ganzen Stangen hier und wenn da so eine ganze Menge dann gedrückt wird. Um nach 3 Tagen im Camp noch fit für die Konzerte zu sein, hat jeder hier seine eigene Strategie. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne, dann gibt es erstmal Elektrolytlösung. Magnesium, Zink, Kalium und dann geht das. Dazu gibt's reichlich lauwarmes Bier. In der normalen Variante wird aus der Dose getrunken. Wer es gerne schneller mag, nimmt die Express-Version mit Trichter und Schlauch. Die Technik beim Einschenken ist eigentlich das Wichtigste, weil man sonst am Ende nur einen Schlauch voller Schaum hat und das will man eigentlich vermeiden. Darum ist es wichtig, das möglichst flach einzuschenken, weil sich so wenig Schaum bildet. Laura assistiert Sascha bei der anstehenden Druckbetankung. Der braucht gerade mal 4 Sekunden, um den Inhalt der Dose zu schlucken. Nachschub für die Camper gibt's im extra fürs Festival errichteten Supermarkt. Nahrung, Getränke, Campingbedarf. Gerade kommen 30 Paletten mit Kühlware. Helena Lausberg nimmt die Lieferung an. Im Vorfeld haben wir um die 20 Lkw-Anlieferungen bekommen, allein um die Filiale an sich zu bestücken. Und jetzt kommen seit Mittwoch, Donnerstag, Freitag ca. 4 bis 5 Anlieferungen am Tag an Ware. Vom Lkw aus wird alles direkt in den Verkaufsraum gebracht. Dafür ist auch Fabian zuständig. Die nächste Lieferung wartet bereits und im Laden wird es immer voller. Vor allem, wenn viele Kunden da sind, wird es schon etwas zeitintensiver, das schnellstmöglich rauszubekommen, dass alle verfügbar sind, alle Waren. Aber es läuft Musik, die Leute sind gut drauf. Der 25-Jährige ist einer von 90 Studenten und Azubis, die hier arbeiten. Um den Einsatz hat er sich beworben. Wir dürfen auch aufs Festival und ich freue mich darauf. Das ist mein erstes Festival. Das war zu sehen, wie es so läuft. Im Angebot alles, was Festivalbesucher brauchen. Der Klassiker, Ravioli in Dosen, aber auch extra Schlafsäcke. Nachts kann es hier in der Eifel kalt werden. Helena Lausberg und Thomas Lang checken den Warenbestand. Was habt ihr heute Morgen schon nachgeräumt? Also wir haben noch mal Campingbesteck, haben wir noch eine Palette gefunden, haben wir nachgefüllt und Pavillons. Das Allerwichtigste in dieser Filiale ist aber etwas anderes. Fokusbereiche sind wirklich die alkoholischen Getränke und deswegen versuchen wir hier auch der Ware den meisten Platz in der Filiale zu geben. Am Ende wird Bier der meistverkaufte Artikel sein und diese Jungs haben dazu beigetragen. Ihr Einkauf sonst, etwas Obst und viele Würstchen. Die Gruppe aus der Eifel besucht das Festival seit Jahren. Die Vorräte im Camp müssen aufgefüllt werden. Für Mittwoch und Donnerstag haben wir Sachen mitgebracht. Also vor der Anreise und für den Rest müssen wir eigentlich noch irgendwas besorgen. Das Supermarktzelt ist rund 2000 Quadratmeter groß. Nach kurzer Suche finden die Camper, was sie noch brauchen. 3 Paletten Dosenbier. Sollten wir bis morgen hinkommen? Ne, wahrscheinlich nicht, aber... aber morgen gehen wir wieder aufs Festival. Auf dem Rückweg kann man ja auch perfekt vorbeigehen. Rund 26.000 Liter Bier werden in gerade mal 4 Tagen verkauft. Manche Dose aber schafft es gar nicht erst bis zum Camp. 3, 2, 1, schönes Ding! Und falls der Vorrat doch nicht reichen sollte, der Rockshop hat bis morgens um 4 geöffnet. Auf dem Festivalgelände haben inzwischen die Konzerte wieder begonnen. Hinter der Hauptbühne sorgt Nicole Rothen dafür, dass jede Band auf den Punkt ihre Instrumente bekommt. Hier hinten sind alle anderen Bands schon in der richtigen Reihenfolge aufgebaut, dass wir sie quasi auf der einen Seite dann reinschieben können und sie kommen auf der anderen Seite wieder raus und schließen wieder an, werden abgebaut und verpackt und wieder in den Truck und tschüss. Das Equipment der Künstler steht auf großen rollenden Tischen. Ist ein Auftritt beendet, wird alles blitzschnell von der Bühne geschoben und macht Platz für die nächsten.
Gerade wird der Auftritt von Provinz, einer jungen deutschen Band, vorbereitet. Die Band hat schon einige Preise gewonnen. Bei Rock am Ring spielen sie heute zum ersten Mal. Sagst, es geht uns viel zu gut in diesen kranken Zeiten. Schaust traurig in dein leeres Glas hinein. Dass man da mal spielt, das ist doch schon, glaube ich, für jeden Musiker und für jede Band oder so, ist es auf jeden Fall ein Traum. Und deswegen ist es halt heftig, dass wir das dieses Jahr machen dürfen. Ja. Die vier Musiker sind heute Nacht mit dem Tourbus angekommen. Man sollte jetzt nicht klaustrophobisch sein. Es ist schon wenig Platz, das ist so ein bisschen das Problem. Und man muss ordentlich sein. Hier wird gearbeitet, Bilder, organisiert. genau, hier sitzen wir meistens nach der Show. Meistens werden wir abfahren und essen. Haben und so. Und deswegen ist das ein bisschen Klassenfahrt auch bei uns. Die Jungs kommen voran. 2022 Platz 2 in den Albumcharts. Aber der Auftritt hier ist doch etwas Besonderes. Ich glaube, es ist egal, ob du eine Popband oder eine Rockband oder sonst was bist. Wenn du auf dem Rock am Ring spielst, dann hast du es irgendwie so ein bisschen geschafft. Dann ist es auch jedem ein Begriff auf jeden Fall. Also jeder kann damit was anfangen und weiß so, okay, kenne ich. Ja. Der größte Auftritt ihrer Bandgeschichte. Ein voller Erfolg. Auch das ist Rock am Ring. Zehntausende feiern eine junge deutsche Band, genauso wie die großen internationalen Stars. War krass, war richtig gut. Richtig Spaß gemacht. Das erste Mal war es verrückt. Also man hat das Ende nicht gesehen auf jeden Fall. Alle Menschen. Das war krass. Man gewöhnt sich da auch nicht dran. Das ist irgendwie ist immer besonders. Produktionsmanagerin Nicole Rothen ist schon seit Stunden auf den Beinen. Jetzt hat sie kurz Zeit für einen Besuch der Crew-Kantine. Essen nicht wirklich leicht meist. Man kann natürlich Salat nehmen oder so, aber weil wir anstrengende Tage haben, haben wir gerne was Deftiges. Heute gibt es für Nicole Rostbratwurst to go. Zeit zum Hieressen hat sie nicht. Meiner Erfahrung nach ist es so, in dem Moment, in dem ich eine Gabel in der Hand habe, geht mein Telefon. Ja, das heißt, ich nehme es mit ins Office, da bin ich schon mal mindestens 80 Meter näher. Die richtige Entscheidung, auch heute. Kaum ist Nicole zurück im Produktionsbüro, heißt es für sie wieder, essen, sprechen und organisieren gleichzeitig. Sonntagmorgen. Die letzten Tage haben ihre Spuren hinterlassen. Im Bootycamp beginnt der Tag zum ersten Mal leise. Farina macht sich auf den Weg zu den Duschen. Die Jahre davor hatten wir immer Reihen von Duschen, wo du dann einfach nebeneinander standst und das Wasser oben anmachen musstest. Und jetzt gibt es Einzelkabinen. Dadurch gibt es deutlich weniger Duschen. Das ist eigentlich nicht so cool. Wer hier duschen will, muss Zeit mitbringen. Ich hatte eigentlich vor, hier auf die Toilette zu gehen, aber wenn die Schlange so lang ist, dann tue ich mir das nicht an, dann gehe ich lieber aufs Taxi. Die Stille im Bootycamp von Farina und ihren Freunden ist schon wieder vorbei. Das Festival geht heute zu Ende. Vorher wollen aber alle noch einmal feiern, auch mit kleinen Blessuren. Ich habe ordentlich was auf den Zeh bekommen und der fand es nicht so lustig. Aber die Sanis haben sich super gut drum gekümmert und alles schnell versorgt. Und es wird auch schon besser, es wird auch schon besser. Ich habe schon andere gesehen, die sehen viel schlimmer aus. Geprellte Zehen, verstauchte Knöchel, aufgeschürfte Knie.
Für die Gruppe aus Bremen in diesem Jahr eine eher harmlose Unfallbilanz. Doch die letzten Tage waren anstrengend. Heute müssen wir es nochmal richtig krachen lassen. Auch wenn ich nicht mehr ganz so doll kann, aber ich gebe mein Bestes auch mal. Einen letzten Tag. Rote Brille aufziehen und weiter mal. Vollgas oder gar kein Gas? Also. Ich war vorhin duschen. Davor ging es mir nicht so gut, bin ich ehrlich. Aber jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Also. Jetzt geht's wieder nach 5 Bier. Ja. Ich muss sagen, für mich ist das hier viel erholsamer. Ja, wie jeglicher Urlaub, wirklich. Schaltet dann einfach deinen Kopf komplett aus. Ja, okay. Entspannung auf dem Festival kann auch ganz anders aussehen. Im sogenannten Experience Camp kann man sich die Haare schön machen lassen und auf die Besucher wartet ein Whirlpool. Ein so ausgestatteter Container mit Platz für zwei kostet 1.499 Euro. Andreas war früher auch auf dem normalen Campingplatz. Jetzt ist er zum ersten Mal im Luxusbereich. So, da oben ist dann die Tribüne, wo man dann halt auch runtergucken kann von der Mainstage. Und dann guckt man dann hier runter und denkt sich so, oh, guck mal, da unten sind die, die richtig Kohle haben. Ne? Und da wollte man eigentlich auch zuerst mal gar nicht hin. Andreas und seine Freunde haben sich für ein ausgestattetes Zelt entschieden. 2.400 Euro teuer, inklusive Matratzen und Schlafsäcken. Die Lebensmittel haben sie mitgebracht. Experience Camping ist ja doch ein bisschen teuer. Und dann musst du halt so doch mal so ein paar Sachen dann einfach mal aus dem Lidl Aldi mitnehmen. Und vielleicht mal so ein paar frische Sachen. Also du kannst ja nicht ganz nur Burger essen, sondern auch mal so eine Birne oder so ein Apfel ist dann ganz schön als Abwechslung. 4 Tage zelten für einen vierstelligen Betrag. Dafür ist man aber auch nah bei den Bühnen. Im Experience Camp ist auch Simon Will untergebracht. Der 27-jährige Influencer ist hier, um auf seinen Social-Media-Kanälen über das Festival zu berichten. Man ist natürlich hier, dokumentieren wir einfach mit, was wir hier machen, teilen das auf den Social-Kanälen auch immer live, dass wir Stories hochladen. Und dann kann man auch sagen, ey, wir sind jetzt gerade hier und wir können uns hier treffen und so. Good morning, Leute. Tag 2 von Rock am Ring. 1 Million Follower bei TikTok, über 800.000 Abonnenten bei YouTube. Simon ist ein Internet-Promi. Seine Popularität soll helfen, junge Leute für ein fast 40-jähriges Festival zu begeistern. Gerade weil Rock am Ring ja so alt ist, ist es ja auch voll wichtig für das Festival, dass man da irgendwo mit der Zeit geht und sich immer wieder ein bisschen neu erfindet. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass hier nur irgendwelche alten Rocker oder sowas abhängen, sondern ich sehe voll viele, voll fresche Leute, die einfach Bock haben auf eine gute Zeit. Und die hat der Musikfan hier auch selbst. Ja, also wenn ich Bock habe auf ein Konzert, dann gehe ich safe auf ein Konzert hier. Ist ja ganz klar. Das ist das Main-Ding, warum man hier ist. Und dass wir hier dann drumherum noch Content produzieren, ist einfach mega geil. Es macht mega Spaß. Aber klar, man ist hier für die Musik. It's time to get fucking crazy, right? Andy Meurer ist Bassist der Toten Hosen. Das XXL-Festival am Ring ist für ihn kein Konzert wie jedes andere. Das hat so eine eigene Atmosphäre. Es gibt ja auch Leute, die gehen gar nicht runter vom Campingplatz, weil die da ihre Party feiern, denn ist die Band scheißegal. Aber auch so die Stimmung bei den Leuten, bei dem Festival, ist eigentlich immer eine sehr, sehr, sehr gute. Insofern sind wir immer gerne hier und mögen das. Tatsächlich hat bisher keine andere Band so oft hier gespielt wie die Toten Hosen. Heute ist das 10. Mal. Also kleines Jubiläum für uns heute. Auf dem Festivalgelände sammeln sich die Bremer aus dem Boticam ein letztes Mal zum gemeinsamen Feiern. Boticam, 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 Boticam. Alle sind müde und erschöpft. Und doch steht für jeden fest, nächstes Jahr sind sie wieder hier. Das war dieses Jahr mein 30. Mal in Folge, als ob ich das abbrechen würde. Also nächstes Jahr 14. Mal. 14. Mal. Jetzt das letzte Konzert genießen, noch mal vorne in den ersten Wellenbrecher und dann hoffen, dass sich da eine rauskommt. Rock am Ring. 3 Tage Ausnahmezustand. Party, Bier und Spaß in der Eifel. Wer es mag, kommt immer wieder. Und viele hier freuen sich schon aufs nächste Mal.